Hallo Leute, ich hatte es doch nicht gesagt, aber ich habe tierische Angst im Dunkeln. Oh ja, das kann ich nachvollziehen. Na, zumindest als Kind. Insbesondere, wenn es im Dunkeln vor Monstern wimmelt. Naja, es sind ja keine Monster im klassischen Sinne, es sind ja Grubbins. Also die, naja, sag ich mal so, es könnte schlimmer sein. Ich meine, wir sind hier in den Albury Pines. Ach so, ja, nochmal so kurz zur Begrüßung. Hallo Leute, willkommen zu Costume Quest, Folge 9? Ja, es müsste 9 sein. Ja, wir sind in den Albury Pines angekommen, in den, wie heißt es, in den Einkaufszentrum von, oder wie sagt man, einer Mall, genau. Was gibt's ja hier zu Zeiten da auch, ne? Jetzt landet er jetzt auch, oder nicht auch, schon lange ist ja schon lange her, schon lange solche große Einkaufszentrum, wo man durchlaufen kann mit vielen Geschäften. Albury Pines angelangt, nachdem wir den Grubbins Vorarbeiter besiegt haben in der letzten Folge, mit dem Megafon. Diesem Buff-Mikrofon, das mit mich irgendwie ein bisschen an Kate Sith. Sith, ist das richtig so? Aus Final Fantasy 7 besiegt haben. Und ja, das ganze Einkaufszentrum ist verlassen. Ja, nicht ganz verlassen, wie man sehen kann. Denn dort sind die Grubbins, die den Süßwarenladen ausnehmen wollen. Den sie aufgemacht haben wie in Medieval. Hm. Er ist gerade voll mit Monstern. Rose, Kinder, heute solltet ihr da besser nicht hingehen. Übrigens, ich spiele das Spiel jetzt endlich auch mal in Windows-Modus. Ist übrigens ganz einfach. Alt und Enter. Muss ich jetzt nicht mehr wieder denken. Oh, habe ich jetzt die 11 Aufnahmetaste gedrückt? Verdammt! Ja, da wurde alles überrannt. Von Teenagern. Oh, okay, das haben wir in der letzten Folge ja schon gesehen. Ja, ja, die Teenager sind wahre Monster. Mit Pickelvulkane im Gesicht, die einen entgegenschießen, wenn ich aufpasst. So. Ja, ja, eine. Warum war das eigentlich nicht gespeichert? Ach, stimmt ja. Ich habe ja letzten Folge. Oh, und übrigens hier nochmal Chuck mal 2. Chuck the Plant. Stimmt ja. Ich habe in der letzten Folge nur gespielt bis hier in die Mitte, aber konnte nicht abspeichern. Deswegen wurde jetzt eben hier abgespeichert am Anfang. Ja. Naja, so ist das halt bei Spielen, die halt für Konsole auch für Konsolen gemacht wurden. Ne? Ist halt nicht mit automatisch mit Selbstspeichern, wie man es halt kennt. Ah, wartet mal. Ein Grubbins. Ein dicker. Dun, 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 dun. Ach ja, stimmt. Letzte Folge habe ich ja die. Wie heißt das? Verbindung zu Metal Gear Solid hier gesucht, doch? Bah! Was schläfst du da? So, jetzt müsste er eigentlich gebufft sein. Oder zumindest geschlagen. Bei der Macht von Grauschädel. Ja, ein schwerer? Ja! Daran erkennt man das. So, wen nehmen wir denn zuerst? Bam. So, nehmen wir erstmal den Schwachen ohne der dicken Rüstung. So. Ich habe jetzt so viel Batman gespielt, da muss ich ja wissen, wo die Elfen-Taste ist. Bam. So, nochmal kurz, weil der ein bisschen Bums ein bisschen hinter ist. So, einfacher Angriff. Inzwischen musste ich ja noch so viel im Folgen mal geklappt haben, rausgefunden haben, wie man. So, da war ein Ei ins Gesicht, weil der ein bisschen gestand ist. Gelähmt ist, weil der macht ziemlich heftigen Bums. Ah, das schaffen wir schon, keine Sorge. Ah, boing. So, da ist er explodiert. Keine Sorge, Kinder, ihnen geht's gut. Und nochmal eine Raketenhagel ins Gesicht. Denn der hat ja auch den Vorteil, dass er den Gegner mal anzündet. Nochmal ein bisschen extra Schaden macht. Naja, das ist nicht immer, aber in dem Fall schon. Ah, und weg sind sie. Oh ja, die S-Mütze, ich erinnere mich. Na gut, wie gesagt, ne, in der letzten Folge, wenn es Wachslippen gibt, dann muss es natürlich auch Wachsmüsten geben. Hm, darf ich mal von deiner Mütze abbeißen? Süßes und gibt's Saures. Natürlich ist das hier Ganze wieder eine Hommage an Dawn of the Dead, natürlich. Habt ihr keine Süßigkeiten? Ihr könnt diese seltenen alten Schneestiefel haben, die ich auch beim Aufbau meines Ladens gefunden habe. Danke. Ja, ich habe hier diesen Müll gefunden. Wollt ihr ihn haben? Okay. Na gut, wir brauchen den ganzen Kram ja, um hier das Kostüm basteln zu können. Weltraumkrieger. Und ich kriege mir dann auch ein dickes Laserschwert. Wobei es in der Realität, in der echten Realität hier von der Kostümquest wahrscheinlich eher eine, sag mal, eine Leuchtstoffröhre ist. Hurra! Okay. Ich finde übrigens den alten, den allerersten Dawn of the Dead übrigens immer noch ganz gut. Ich meine, ja, okay, die Zombies sehen billig aus, aber muss man es auch so sehen. Es war halt 78, da war noch nicht so dick mit. Ja gut, Spezialeffekte okay, aber wenn man so gefühlte. Naja,
100 Leute schminken muss und das mit so einem kleinen Team und man auch jetzt nicht gerade Millionen von Dollar zur Hand hat, sondern eher so ein paar, wissen was weiß, ein paar Tausend, dann ist es natürlich klar, dass dann natürlich die meisten einfach nur blau angepinselt werden müssen. So, und den haben wir auch noch in ein eigenes Gesicht. Nein, den machen wir einfach im Angriff. Ah, vertippt. So, das könnte klappen. Oh, wir sollten noch lieber den Wächterschild einsetzen. Mit unserem Everett Roboterkumpel, der sich gleich sofort umgehauen wird. Ja. Yeah. Und der erste ist, na gut, der erste ist natürlich der erste Dawn of Night, das ist Night of Living, das ist natürlich ein Klassiker. Wobei ich heute immer noch, weil ich jetzt gerade leider nicht weiß, ob das jetzt damals jetzt ein Stilmittel war von Romero oder ab, oder einfach nur der Grund, weil, ach, egal. Oder einfach nur der Grund, dass es damals schwarz-weiß gedreht wurde. Ein Zimthörn. Ja, Zimt-Challenge. Ist dieses Hirn. Boah. Ob das jetzt damals nur ein Stilmittel war oder ob das absichtlich war, weil damals da 20 Jahre schon, weiß ja damals schon 20 Jahre Farbfilm gab und deswegen schwarz-weiß auf 8mm gedreht. Hey, hier, so ein Bord, wo ist eure Sicherheitsbekleidung? Na, ich hab doch wieder was an, ich hab doch einen Helm auf. Ist zwar aus Plastik, aber. Hey, nehmt diesen Schutzbrille, damit ihr euch nicht verletzt, okay? Und danke. Noch mehr Teile, dankeschön. Super, dann haben wir ein Kostüm, das uns auch gleichzeitig gegen Splitter schützt. Mal, was fehlt denn uns da noch? Oh, eine. Was sind das? Plastikflaschen? Sieht so aus. Hoffentlich ist da kein Pfand drauf. Ja. Obwohl, na gut, das könnte damals auch ein Stilmittel gewesen sein, weil in Schwarz-Weiß-Filmen werden ja so Nachtszenen ja gleich für irgendwie ein bisschen, wie sagt man, kontrastreicher und dunkler. Und man kann natürlich auch ein bisschen mehr. Wie heißt das, kaschieren, dass man da im Hintergrund nicht so viele Leute sieht. Was hat der da? Ein Besen? Hey, aufwachen! Das ist Recyclinggruppe. Haben Sie leere Flaschen für uns? Hey, schalt mal ab, Kind. Hier, zieh mal dran. Ja, ja, Klischee von wegen Hausmeister, ne? Ich hatte auch mal einen Hausmeister in meiner alten Schule. Und damit haben wir es komplett. Wasserflaschen. Das sollte klappen. Wir haben Sachen, die wir für ein Weltraumkriegerkostüm brauchen. Ganz ausgezeichnet. Das ist mit Abstand das authentischste Captain Starblazer-Kostüm, das ich je gesehen habe. Und 300 EP gab es noch dazu. Schön. Die Teils an der Fusionsrüstung sind erste Sahne. Ja, guck dir diese Formen an und diese Plastikschüsse, die ich auf dem Kopf trage. So, was haben wir denn da? Wie sieht denn aus? Ein geschickter Raketenmann aus der Zukunft. Oh, Rocketman. Okay, können wir dann... Meteorlawine. Schön. Okay, haben wir jetzt gerade kein Laserschwert? Obwohl, gucken wir mal gleich mal. Kämpfen wir erstmal gegen den nächsten Grubbel hier. Was? Ich wollte ihn eigentlich schlagen. Piu, piu, piu. Ach komm, die 12 Punkte Schaden. Oh, elegant. Natürlich muss es ein Laserschwert sein. Oder ein Plasmaschwert in dem Fall. Was haben wir da? Einen dicken Schaman und zwei normale. Hübsch. Man trifft sogar zwei. Den hauen wir lieber noch mal ein Ei in die Schnauze. Boom. Damit der uns nicht gleich hier, damit die anderen nicht gleich boxen kann. Ah, tippt. Oh, gelähmt. Heißt das dann, wir müssen wieder zwei Runden aussetzen. So. So, machen wir lieber nochmal einen einfachen Angriff. Und weg ist er. Nee, doch noch nicht. Verdammt, er ist ein bisschen zäher. Oh, was macht er? Oh, na gut, Schild. Dann heißt er, können wir nur einmal treffen. Oh, ich glaube, Reynard ist gleich weg. Obwohl, wir machen die Meteorlawine. Oh, cool. Okay, das hat gegen ihn jetzt nicht so viel gebracht, aber hey. Und ich finde übrigens, dass die Fortsetzung Dawn of the Dead, den kann man heute sich auch noch ansehen. Ich meine, abgesehen natürlich von den Schlumpfzombies, was ja natürlich jetzt auch nur daran lag, dass man eben nicht 100 Leute gleichzeitig so gut schminken konnte damals in der kurzen Zeit mit wenig Geld, weil die mussten natürlich immer nur in der Zeit drehen, wo, was ist das? Fischkopf. Ist man schon gerne in Innsmouth.
konnten natürlich auch nur eine kurze Zeit drehen, weil wir mussten ja morgens dann wieder raus, wenn dann die Leute wieder kamen in diesem Mall, als es sie noch gab. Jetzt ist sie ja abgerissen. Oh. Dieses Lichtwert ist ziemlich klasse, oder? 20 Süßigkeiten. Ich meine, immerhin leuchtet es. Hey, was macht es? Es leuchtet blau, genau. Den da können wir da nicht von hinten anschlagen. Wo kommen diese Grubbins eigentlich her? Wahrscheinlich aus der Dimension X. Nein, Grubbins. Aus der Dimension G, genau. Der G-Punkt des Universums. Oh nein, oh. Schlecht. Ich meine, okay, gegen Ende wird der Film natürlich ein bisschen brutal, wo das Finale losgeht und Flyboy, wie hieß er gleich nochmal? Steven, genau. Und dann sagt, nein, wir können, ich will nicht, dass diese ganzen Punks hier und Rocker hier unsere Sachen mitnehmen, die wir eh nicht brauchen. Oh, Konsum! Konsumkritik und so. Naja, dann eskaliert natürlich alles. Ich glaube, wir sollten lieber auf den Schaman losgehen. Wir haben jetzt unendlich Zeit. Ah, verdammt. Ich muss wirklich dieses Ding im Kopf haben. So, lieber einfacher Angriff. Wham! Wie die Band. Genau. Was hat der gemacht? Oh, hat sich geheilt, verdammt. Ja, blucken ist sehr, sehr wichtig. Aha, und. Oh. Obwohl, Mist, ich wollte auf den Schaman losgehen. So, so, es müsste jetzt eigentlich reichen. Ja, es war voll in die Mitte. Gut. Ja, jetzt würde ich mal buffen. Und ich glaube, für heutige Verhältnisse könnte der erste. Nee, das Original Dawn of the Dead. Der konnte locker wahrscheinlich in den heutigen Verhältnissen eine ab 60 abbekommen. Ich meine natürlich für heutige Tanz der Teufel FSK 16 Verhältnisse, nicht für damalige. Damals waren die ja richtig so drauf. Ein Schleimkäfer und wieder eine Essmütze. Schleimkäfer. Das erinnert mich an dieses Doktor. Wie hieß es? Dieses Dr. Horrible oder so? Ich weiß nicht, ich habe das damals mal bei Toys R Us gekauft. So ein Plastikset, mit dem man so aus irgendwelchen Tüten so Süßigkeiten, also so, wie heißt das? Gummiviecher, billige Gummiviecher aus Zuckerviecher basteln konnte. So, hier geht's nicht weiter. Wo können wir jetzt hin? Ach so, da unten. Ja. Oh, nee, Quatsch. Ach, es ist so dunkel hier. Ich erkenne fast gar nichts. Piu, piu, piu. Ah, da können wir Licht machen. Okay, warte, dann wechsle ich nochmal schnell auf unser, na, komm. Welche Taste war es nochmal? Ja. Stimmt, dann wechsle ich nochmal eben auf unsere Roboteranzug, dann sind wir gleich schneller da. Ja. Kann man eigentlich mit, ertragen, denke ich mal. Auch das Finale mit den Zombies da, die Rocker zertrupfen, obwohl man die eine Stelle. Warum setzt sich zum Beispiel dieser eine dicke Rocker mit dem Sombrero da nochmal an diese Blut. An dieses. Ah, was stimmt, mal wechseln. An diese Blutdruckautomaten da. Guck mal, mein Blutdruck. Oh, was für ein Spaß. Dazu ist es umsonst. Nochmal dran, anstatt wechselaufen von den Zombies, damit sein Arm da abgerupft wird. Und da hängt, man sieht, ah, der Blutdruck geht runter. Das macht Sinn. So. Ich wette, dein Weltraumkriegerschwert schneidet durch die Dunkelheit wie durch Butter. Genau, Dunkelheit, komm her, ich mach Butter aus dir. So richtig dunkle Butter. Praktisch. Gut, bei der Fortsetzung war das natürlich was anderes, ne? Bei Day of the Dead. Das war nämlich, ehrlich, der erste Film, wo ich am Ende, nach dem Finale, oder nachdem der Film gelaufen ist, mich gefühlt habe wie nach einem Autounfall. Kümmert sich denn die Polizei um diese Monster? Ja, ja, Kind, dein Bericht wird notiert. Ja, ja, wir wissen, was ja, ja bedeutet. Denn das ist ein Klassiker der deutschen Zeichentrickwelt. Naja, zumindest der erste. Wenn man mal natürlich die etwas... Oh, so war das natürlich. Wenn man natürlich die etwas... mäßigen Realfilmsequenzen ein bisschen ansieht, die ein bisschen... so ein bisschen über Otto... Rock ist für ein Niveau, ist aber, hey, sie haben zumindest auch einen gewissen Charme. Ach, nur einer. Na, den hauen wir jetzt weg. Ah. Oh, du Honk! Klatschen wir nochmal ein eins Gesicht, dann kann er ihn gleich nochmal schlagen. Schön, das glimmt.
So, sollten wir uns mal den Kampfmarkt nochmal ansehen, die wir vielleicht mal für die verwenden, oder? Alter, was habe ich am Auge? Mein altes, normaler Angriff. Ja, ey, ich bin zu nervös gerade. Liegt daran, weil ich jetzt die Zeit hier sehe. Lebkuchen, ja, ein Klassiker. Mal was Normales, kein, ich dachte jetzt, es kommt irgendwie süßer Lippenstift oder irgendwas ähnliches, oder eine Naschsocke oder was weiß ich. Oh, wir sind ja schon wieder 15 Minuten, ja, wenn man Spaß hat. Ja, obwohl, wenn man das Finale von Dawn of the Dead ein bisschen so ansieht, ist natürlich ein bisschen unrealistisch, wobei, ich meine, dass die Zombies, diesen Typen, der auf diese Paletten da fällt, den einen Soldaten, der einfach ganz locker nebenbei so den, so, den hauen wir noch, locker den Kopf abziehen kann, ist zwar ein guter Effekt, aber natürlich unrealistisch, weil, von wegen, Knochen und Sehnen und all das Ganze. Obwohl, bei diesem Zombie-Film, der Parapa vorgesetzt, haben wir auch gesehen, dass man ganz einfach Leute mit einer Schneeschaufel in zwei teilen können, nicht wahr? So, den Wächter. Oh, schon wieder vertippt. So, den haben wir dann noch in ein Gesicht. Die machen mächtig Schaden. Ja. Nach gefühlten 10.000 Stunden Batman muss ich natürlich wissen, wo all die Y-Taste sitzt. So. Meine Fresse, bin ich schon wieder daneben gehauen. So, den anderen hauen wir auch noch in eins Gesicht. Ja, unser Weltraumkrieger hält leider nicht so viel aus. Oh, fuck. Ich glaube, wir müssen abhauen. Außer wir können jetzt unsere Meteor-Lawine einsetzen. Yeah! So, Raketenabwehr auf ihn drauf. Leider können wir den nicht buffen, wie bei Final Fantasy 8, indem wir nochmal die Taste drücken. Ich glaube, wir sind tot. Ja, er ist tot. Ah, ich glaube, das wird nichts mehr. Obwohl, vielleicht haben wir ja Glück. Okay, ich glaube, wir müssen abhauen. Ja, wir müssen abhauen. Ja, bis zur Unkenntlichkeit und noch viel weiter. Ach. Ja, zumindest kriegen wir ja keine Malus, wenn wir abhauen. Okay, gehen wir einfach rückwärts. Ja, ja, beachte uns einfach nicht. Wir sind nur Dekor. Genau. Okay, Leute. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Costume Quest. Vielleicht sehen wir sogar morgen sogar in der Tierskin-Folge. Irgendwie macht mir das jetzt gerade Spaß und es ist sehr locker flockig. Wenn natürlich der dumme Dechan natürlich auch die Tasten drücken würde. Die richtigen zur richtigen Zeit. Ich meine, das Kampfsystem ist schon so einfach. Und, ja, denn in dieser Woche hatten wir ja ziemlich viel Witcher nicht weit gehabt. Da passt das ja. Ne? Also, Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Costume Quest in den Oldbury Pines. Bis dann. Ciao. Ups, falsche Taste.